Schuhe sind blitzsauber. Das war anstrengend. Ecke, dein Gesicht. Mama, das arme Mädchen hat meine Schuhe fertig geputzt. Sieh dir ihr Gesicht an. Sie hat so viele Pickel. Ecke, wir geben ihr besser ein Trinkgeld. Fang, lass uns nach Hause gehen. Wow, eine Mama-Langlegs-Puppe. Ich wünschte, ich könnte eine haben, ha? Der Arm kommt mir bekannt vor. Ich hab solche Angst. Sie will, dass ich ihr folge? Das ist ja interessant. Was ist in der Kiste? Das sieht aus wie das Zimmer des armen Mädchens. Oh je, ist das Mama Longlegs? Bitte tu mir nicht weh. Du hast Angst? Aber ich bin nur hier, um mit dir meine Beautybox zu teilen. Wow, eine Schönheitsbox. Ich verpasse dir ein Makeover. Dann fangen wir mal an. Oh je, dein Gesicht ist voller Pickel. Lass sie nicht platzen. Ich habe ein besseres Spielzeug für dich. Sie sind plastisch. Ungezogene Hände, lass deine Pickel nicht platzen. Sieh dir das an. Oh nein, du dummes Mädchen. Lass mich das für dich abwischen. Wenn du etwas knallen willst, dann knalle stattdessen dieses Gummibärchen. Juhu, wow, die sind so bunt. Noch eins. Das macht Spaß. Squishies sind so befriedigend. Yeah. Wir müssen etwas gegen deine Pickel tun. Ich schau mal in meiner Beautybox nach. Aha, mein guter alter Pumper. Das wird schnell und einfach gehen. Halt still, ich muss nur deine Pickel auspumpen. Sofort. Hat es geklappt? Warum schaust du es nicht im Spiegel an? Komm schon. Ah, mein Haut ist so glatt. Aber sie ist immer noch schmutzig und schuppig. Wirklich? Oh. Komm mal her. Lass mich mal sehen. Es ist schmutzig. Ich weiß, ich mache dir eine Gesichtsmaske. Legen wir sie in die Maschine. Zuerst füge ich etwas Wasser hinzu. Und füge eine Schönheitspille hinzu. Drücke einfach auf den Knopf und die Maschine verwandelt es in eine Gesichtsmaske. Ein paar geschredderte Goldbahnen machen es noch schicker. So kann man sich reich fühlen. Alles bereit. Setzen wir dir die Maske auf. Es kann nicht schaden, ein bisschen wie Nemo auszusehen. Jetzt lass uns das Ergebnis sehen. Ich hab dir doch gesagt, dass es funktioniert. Ich bin so glücklich! Von schuppiger Haut zu butterweich. Mama Longlegs Haare sind so rosa. Ich bin neidisch. Ich will auch rosa Haare haben. Meine sehen so langweilig aus. Oh, schau, was ich gefunden habe. Rosa Farbe. Stopp! Das ist kein Haarfarbemittel. Ich habe genau das, was du brauchst. Ich schwöre, es ist genau hier. Nein, ich habe es gefunden. Krepppapier? Lass mich das Papier erst in kleine Stücke schneiden und in einer Schüssel mit Wasser vermischen. Das ist die einfachste Art, Haarfärbemittel herzustellen. Es funktioniert. Das Wasser färbt sich rosa. Zeit, deine Haare einzutauchen. Geduld ist das A und O. Sieh dir diese rosa Haare an. Ich sehe fabelhaft aus. Ist das ein Zauberstab? Oh, das ist ein Haargummi. Steck deine Haare einfach hinein und schon hast du einen bunten Zopf. Fashion Tag ist der Weg, um loszulegen. Zum Schluss noch der Mama Longlegs typische Pferdeschwanz. Und schon bist du fertig. Zwillinge! Rosa macht den Tag immer schön bunt. Diese arme Pflanze braucht etwas Wasser. Was ist das für ein Geräusch? Der Flamingo sieht hungrig aus. Ich denke, ich könnte dich mit Glitzer füttern. Guten Appetit. Jemand wird gleich einen glitzernden Furz haben. Dieser Vogel hat eine schnelle Verdauung. Igitt. Das Glitzer macht den Gestank nicht weniger schlimm. Igitt, ha? Huh? Vogelkacke. Weißt du was? Das wäre ein gutes Make-up. Es gibt nichts Besseres als Bio. Du brauchst nur etwas Rouge auf den Wangen und Lidschatten, um deine Augen zu betonen. Wow!
sieht so perfekt aus. Was hat sie mit den Bleistiften vor? Ich tauche den Stift kurz ins Wasser und male die perfekten Wimpern. Ganz im Stil von Mama Longlegs. Und los geht's. Juhu! Eins noch. Mit einem süßen Herzchenstempel und etwas Glitzer ist alles besser. Ich stehe auf diesen Look. Wow. Ist das Make-up mit diesen glitzernden Wangen nicht einfach besser? Oh je, das hört sich gar nicht gut an. Oh Mist, deine Augenbrauen sind weg. Ich habe sie noch auf dem Streifen. Ich habe eine Idee. Wie will Mama Longlegs das in Ordnung bringen? Natürlich mit einem Stirn-Tattoo. Einfach und schmerzlos tupfe es einfach mit einem feuchten Tuch ab und ziehe es ab. So natürlich und spitz. Sieh dir das an. Sie sind spitze. Bye-bye, buschige Augenbrauen. Es ist Zeit für die Lippen. Aber es sieht so aus, als wüsste Molly nicht, wo ihre Lippen sind. Ich will's essen. Irgendwie lecker. Was machst du denn da? Wie sehe ich aus? Meine Güte, du siehst aus wie ein Vampir. Und Lippenstift ist kein Essen. Spuck es aus. Lippenstift, huh? Ich habe eine Idee. Lippenstift und eine Schale mit Schokolade? Was für ein leckeres Paar. Ich werde einen Löffel Schokolade auf der Kerze erhitzen, bis sie schmilzt. Es klappt. Dann gieße ich die geschmolzene Schokolade in eine leere Lippenstifttube. Her. Juhu! Ich kann den Lippenstift essen. Süß und lecker. Und ein cooler Lippenstift. Oh je, der Lippenstift ist überall auf deinem Kinn. Zahnseide und Lippenstift? Aber zuerst wischst du ihn ab. Zeichne unten und oben eine Lippenlinie. So. Jetzt können wir deine Lippen auffüllen, ohne dass der Lippenstift in deine Lippenlinie gerät. Juhu! Was für ein schönes Lächeln. Siehst du, wie der perfekte Lippenstift dir ein strahlendes Lächeln verleiht? Oh je, es scheint, als hätte Molly vergessen, draußen Schuhe zu tragen. Sie ruiniert die weißen Laken mit Schlamm. Spring, 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 macht Spaß. Oh nein, warum sind deine Füße so dreckig? Das weiß ich doch nicht. Naja. Stopp, du musst dich sauber machen. Warte. Wie sollen die Stiefel helfen? Ich muss diese Stiefel mit Wasser und Seife füllen. Ich will sie bis zum Rand füllen. Das sieht sprudelnd genug aus. Komm mal her. Weiche deine Füße in diesen Stiefeln ein. So ist es richtig. Lass dich von den Blasen reinigen. Das macht so viel Spaß. Los geht's. Als nächstes musst du von jetzt an warme Strumpfhosen tragen. Genau wie meine. Sie sind so gemütlich. Es ist, als würde man auf Wolken gehen. Wir passen auch zusammen. Siehst du den Unterschied? Es ist besser, sauber und modisch zu sein. Springende Party! Juhu! Autsch! Ah, das tut weh! Aua, aua, aua! Habe ich Schreie gehört? Was ist denn los? Lass mich mal sehen. Oh nein, da ist ein Splitter. Keine Sorge, wir werden einen Weg finden, das zu beheben. Ich benutze die Spritze, um den Splitter herauszuziehen. Ganz einfach. So, alles weg. Echt jetzt? Es ist wirklich weg. Ich habe Schuhe für dich. Die sehen hässlich aus. Ich will rosa Schuhe wie Mama Longlegs. Ist das so? Ich kann das hinbekommen. Yeah. Zuerst werde ich den Schuh mit Kleber bestreichen. Achte darauf, dass du jeden Zentimeter abdeckst. Von den Seiten bis nach oben. Jetzt können wir den rosa Glitzer auftragen. Es kann nie zu viel Glitzer sein. Wir müssen so funkelnd machen wie möglich. Um noch ein bisschen mehr Glitzer. Und voila, Mama Longlegs Schuhe. Ich liebe sie. Du bist die Beste. Sie sind so rosa und glitzernd. Perfekt zum Herumspringen. Macht's gut, Splitter. Meine Kleider sind voller Löcher. Keine Sorge.
Sorge, das können wir reparieren. Schauen wir mal. Oh, reicht für den Nachttisch? Mama Longlegs ist ganz schön hinterhältig. Huch, was ist gerade passiert? Sieht so aus, als wäre die Zeit des Nachttisches vorbei. Ein Tischtuch und eine Schere. Auf geht's zum Basteln. Ich mache aus dem Tischtuch ein schönes Kleid. Den Gürtel darfst du nicht vergessen. Binde ihn hinten zu. Und jetzt noch die Handschuhe, die Krawatte mit Schleife und eine glänzende Perle. Jetzt bin ich angezogen wie Mama Longlegs. Ich sehe so hübsch aus. Dreh dich mal. Molly sieht jetzt aus wie Mama Longlegs. Schon gut. Ich repariere es. Los, spiel mit dem Welpen. Also mal sehen. Ich sammle alle Perlen und lege sie zwischen einem Blatt Backpapier. Ich erhitze es, bis die Perlen schmelzen. Sieht gut aus. Es ist ganz platt. Perfekt, um Formen zu machen. Ich nehme einen herzförmigen Ausstecher. Und voilà. Fertig sind die Herzohrringe. Dieser hier ist mit Liebe gemacht. Probier sie an. Das Herz passt zu deinen Wangen. Ich liebe sie. Pass auf. Ups. Was war das denn? Peppa Pig, was machst du auf dem Boden? Sie hat ein Loch im Rücken. Es ist Zeit für eine Operation. Verabschiede dich von dem ganzen Zeug. Jetzt werde ich dich mit einem Gurt auf dem Rücken nähen. Keine Sorge, ich werde vorsichtig mit der Nadel sein. Jetzt machen wir die andere Seite. Halte durch, Peppa. Sie hat Peppa Pig in einen Rucksack verwandelt. Nun, wenn es ein Sparschwein gibt, wer sagt, dass es nicht auch einen Sparschwein-Rucksack haben kann? Molly kann sogar ihr ganzes Spielzeug hineinpacken. Tada! Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich einen Peppa Pig Rucksack habe. Es ist schön, einen Freund überall mit hinnehmen zu können. Wow. Ich sehe aus wie die perfekte Mama Longlegs. Danke für deine Hilfe. Jederzeit wieder. Aber mein Zimmer ist so unordentlich und schmutzig und ich bin zu arm, um ein schönes Zimmer zu haben. Was soll ich nur tun? Ich werde das schon machen. Mal sehen. Das wird ein Kinderspiel. Schließ deine Augen. Jetzt schau. Wahnsinn! Das Zimmer hat sich gerade in ein rosa Schlafzimmer verwandelt. Ein rosafarbener, flauschiger Teppich und ein kuscheliges Mama Longlegs Bett. Wahnsinn, sieh dir all diese coolen Sachen an. Tschüss, Molly. Es ist Zeit für mich, wieder in den Spiegel zu gehen. Nein, geh nicht los, bitte. Ich weiß. Warum machen wir nicht ein Selfie als Erinnerung? Sag tschüss. Schönes Lächeln. Wir sollten es auf Instagram hochladen. Tolle Idee. Auf Wiedersehen, Mini-Mama Longlegs. Viel Spaß auf der Party. Auf Wiedersehen. Oh, Wahnsinn, unser Bett kommt und so viele Herzen. In diesem Zimmer werden Pyjama-Partys viel mehr Spaß machen. Fangen wir an. Oh je, so viele Pickel auf ihrem Hintern. Der einzige Weg, das Problem zu lösen, ist, den ganzen Pickel-Eiter abzusaugen. Schau mal, der Pickel schrumpft. Phew, das ist ja eklig. Warte, da ist etwas in meinem Mund. Ein Pflaster? Wenigstens kann es Barbies Wunde abdecken. Aber wir müssen noch etwas gegen das schmutzige Gesicht tun. Ha, was sollen wir tun? Oh, ich weiß was. Ich werde sie mit ein bisschen Spucke sauber machen. Und so weiß ich, dass du Haferbrei zum Frühstück hattest. Ekelhaft. Es funktioniert nicht. Oh, ich habe eine Zahnbürste. Ich hab's. Ah, ich kann die Zahnpasta nicht herausdrücken. Kommt schon. Ah, ich bin so genervt. Da muss ich es eben aufschneiden. Jetzt tauche ich Barbie hinein, damit die Zahnpasta den ganzen Dreck in ihrem Gesicht wegmacht. Ich tunke sie nur ein paar Mal ein. Ich kann nicht atmen. Die arme Barbie. Wenigstens scheint der Trick zu funktionieren. Du weißt ja, was man sagt.
Wer schön sein will, muss leiden. Nachdem du sie gut geschrubbt hast, wischst du mit einem Schwamm alles ab. Uah! Lass mir den Pickel platzen. Das ist wie ein Knopf. Wow, jetzt bin ich dran, mein Gesicht zu reinigen. Ich glaube, jetzt ist er weg. Alles sauber. Nimm das Kaugummi aus meinen Haaren. Ich ziehe es raus. Es ist so dick. Ah, meine Kopfhaut. Aua, mein Gott. Ich glaube, ich... Oh nein. Da habe ich wohl ein ganzes Stück Haare rausgerissen. Meine Haare. Das tut mir leid. Lass uns den Rest einfach abrasieren. Es hat keinen Sinn, es zu reparieren. Wir können genauso gut neu anfangen, oder? So, warte. Da sind noch mehr Haare auf deinen Beinen. Jetzt sind sie alle weg. Okay, dann geben wir dir eben neue Haare. Sieh dir die schönen Haare auf dem Magazincover an. Aber Scarlett ist mehr an der Fußfessel interessiert. Ich glaube, wir haben den Kaugummi doch noch gebraucht. Haare aus Ketten? Das nehmen wir in Barbies Kollektion auf. Sei vorsichtig mit High Fives. Manche von ihnen riechen ganz schön übel. Igitt, wir müssen dich baden. Was soll ich tun? Huh? Dieses Eis ist so gut. Claire? Dann brauche ich das nicht mehr. Zeit für Pringles. Au! Ein Eiscremebehälter? Au, eher eine Barbie-Badewanne. Willst du etwa sagen, dass du Barbie mit Toilettenwasser waschen willst? Oh je, ich denke, wir werden das benutzen, was wir haben. Es klappt! Ich finde, wir sollten zuerst das Wasser reinigen, bevor wir Barbie waschen. Ekelhaft! Warte, ich habe eine Idee! Was will sie mit der Erde machen? Ich muss die Erde einsammeln und sie mit dem Wasser vermischen. Das sollte genug sein. Noch ein bisschen rühren und das Schlammbad ist fertig. Wow, das sieht toll aus. Ich werde ein Bad nehmen. Es ist so weich und entspannt. Sind das Skittles? Ein süßes Schlammbad. Igitt, ich esse diesen Haferbrei nicht. Aber wir können ihn nicht wegwerfen. Also werde ich es als Gesichtsmaske für Barbie benutzen. Das ist eine echte Wellnessbehandlung. Ich könnte ein schlammiges Skittlebuds gebrauchen. Wisch die ganzen Hafermaske ab und Barbie sieht aus wie neu. Du bist so schön. Ich bin sicher, dass du jetzt gut schlafen kannst. So sauber wie du bist. Gute Nacht. Oh je, könnte das ein Gefängniskampf sein? Ah! Es ist Barbie gegen Kakerlaken. Sie wird angegriffen. Lass mich los, ihr dreckigen Insekten. Los, Barbie, los. Kämpfe, kämpfe. Du kannst mich nicht besiegen. Ich regiere dieses Gefängnis. Ertrink doch einfach. Ja, das ist ein Kinderspiel. Wer will noch kämpfen, huh? Beruhig dich, Tiger. Schau dir deine Klamotten an. Wow. Sieh dir diese Reinigungsmittel an. Ich brauche etwas. Ich habe es gefunden. Wofür ist die Plastiktüte? Ich werde etwas Cooles mit dieser Plastiktüte machen. Es braucht nur ein paar Feinheiten. Bist du bereit? Ich habe dir ein schickes Kleid gemacht. Ich finde, rosa steht dir gut. Nur noch die Schleife binden und wir sind fertig. Lass uns eine Modenschau machen. Rollt den roten Teppich aus. Bereite die Absperrung vor. Und Showtime. Ich fühle mich wie das schönste Mädchen der Welt. Ich bin so berühmt. Lächle. Nimm eine Pose ein. Danke, danke, danke. Oh, ich glaube, ein Unfall bahnt sich an. Igitt, ist das eklig. Oh nein, doch eine Gefahr für den Teppich. Oh mein Gott, nein. Ein Splitter und ein Kackhaufen, das bedeutet doppelten Ärger. Gut, dass ich eine Pumpe habe, mit der ich den Splitter leicht rausholen kann. Und den Kackhaufen kann ich einfach wegschnippen. Und nun zu den Schuhen. Wow! Wahnsinn! Was ist denn mit dieser Kuh los? Sie spuckt bunte Knete aus. Sie kann einen guten Wirbel machen. Der hier ist ein Reinfall. Ich will sie nicht. Wer ist denn mit dem gehört? Diese Spielknete gehört jetzt mir. Ich habe eine Idee. Zuerst
Jetzt will ich Barbies Fuß mit Plastikfolie umwickeln und dann die Knete darüber machen. Noch besser, wir können daraus Plateauschuhe machen. Schöne Heels. Ich muss ihnen nur noch den letzten Schliff geben. So, fertig. Mit kotabweisenden Absätzen kannst du den roten Teppich richtig rocken. Barbie liebt ihre neuen Schuhe, aber jetzt ist es erstmal Zeit, sich auszuruhen. Warte, es scheint, als hätte Barbie eine Bettnachbarin. Ach, du arme Puppe. Ey, geht, verschwinde, du Kakerlake. Wir müssen ein neues Bett für dich finden. Ein Pappkarton? Ich glaube, den kann ich gebrauchen. Ich muss nur ein Stück aus der Seite herausschneiden. Dann werde ich ihn in einem schönen Lila anmalen. Das sieht jetzt schon toll aus. Nun zur Dekoration. Ich werde Edelsteine um das Kopfteil herum anbringen. Du wirst dich bestimmt wie eine Königin fühlen. Ein rosa Bettlaken. Ein Kissen und eine weiche Decke. Aber auch mit deiner Wand muss etwas gemacht werden. Ich weiß. Lass uns anfangen zu sprayen. So kurz davor, ein Traumhaus im Malibu zu werden. Wofür ist die Streichholzschachtel? Ich werde einen Stapel Streichholzschachteln machen und ihn mit lila Klebeband abdecken. Genau wie Barbies Bett. Die Perlen könnte dann als Griff dienen, sodass es wie ein richtiger Schubladenstapel aussieht. So hat Barbie mehr Platz, um ihre Sachen aufzubewahren. Ich liebe mein neues Zimmer. Ich habe es verdient, mich wie eine Königin zu fühlen. Gute Nacht. Ich habe dein Zimmer toll eingerichtet, oder? Ich liebe es. Hey, was trödelst du hier rum? Steh auf und geh los, um die Toilette zu putzen. Ich gehe ja schon. Scarlett ist mit ihrem Job nicht zufrieden. Schneller, mach es sauberer. Hallo, ich komm schon. Mach weiter sauber. Bäh, bäh, bäh. Umgehst, tut mir leid, Barbie. Ich wollte dich nicht schubsen. Jetzt bin ich ganz nass. Es tut mir so leid. Ich bring das in Ordnung. Oh, ich weiß. Es gibt immer einen Schatz, der darauf wartet, aus dem Müll ausgegraben zu werden. Ein Luftballon? Was hat Scarlett vor? Ich werde den Ballon so zurechtstellen, dass Barbie ihn tragen kann. Bist du aufgeregt? Ich habe dir einen Badeanzug gemacht. Erst das Unterteil und dann das Oberteil. Es sieht toll aus. Ha, diese leere Pringles-Dose könnte auch nützlich sein. Oh je, dieses Brot ist so alt, dass es so scharf wie ein Messer ist. Es kann die Pringles-Dose in zwei Hälften schneiden. Ich werde die andere Hälfte der Pringles-Dose blau anmalen. Die Rutsche ist fertig. Jetzt geht's los. Wow! Das Putzen der Toilette hat sich doch gelohnt. Barbie kann jetzt eine Poolparty feiern. Juhu, komm, Barbie, lass uns feiern! Das ist das Leben. Ach du meine Güte. Ist das Ken? Oh, das ist Liebe auf den ersten Blick. Sie ist so schön. Ich kann dich nicht einfach im Knast lassen. Ken hat die Gitterstäbe des Gefängnisses zerbrochen. Die Dinge, die man aus Liebe tut. Es scheint, dass die Liebe wirklich befreit. Hey, was ist denn hier los? Wahnsinn. Bin ich etwa Zeuge eines Happy Ends? Komm, wir machen dich sauber. Als erstes schmieren wir ihr etwas Zahnpasta ins Gesicht. Glitzer ist ein Muss in ihrer Hautpflegeroutine. Scarlett ist wirklich gut im Multitasking. Jetzt ist es an der Zeit, den ganzen Schmutz wegzubürsten. Das fühlt sich wie eine schöne Gesichtsmassage an. Wenn du ihn mit einem Schwamm abwischst, fühlt sich ihre Haut so frisch und glatt an. Aber wir müssen etwas mit ihren Haaren machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als Kaugummi in den Haaren zu haben. Oh, was, wenn ich... Oh je, danach musst du dir wieder die Zähne putzen. Ich nehme es zurück. Igitt! Haare im Mund sind schlimmer als Kaugummi im Haar. Es gibt nur noch eine Lösung, die Haare der Puppe abzurasieren. Das macht der Puppe sicher nichts aus. Ein kahler Kopf ist anscheinend der neue Modetrend. Und wenigstens können wir endlich den Kaugummi loswerden. Sieht toll aus. Oh, so hübsch. Und wenn ich ihr neue Haare verpasse? Sieht aus, als bekäme die Squid Game Puppe eine neue Frisur. Hierfür brauchst du Geduld. Fädle einfach von Hand Haarsträhnen ein, bis du diese üppigen Wellen hast. Willst du den Ombre-Look? Dafür brauchst du nur einen Marker.
Und siehe da, regenbogenfarbenes Haar. Das ist mal ein Modestatement. Jemand sollte diese Puppe für eine Shampoo-Werbung engagieren. Whee, das ist so lustig! Es macht Spaß, bis dir schwindelig wird. Und schon geht's los. Die Puppe wird grün. Wenigstens ist ihr Erbrochenes aus Glitzer. Ach, die arme Puppe. Warum hast du gebrochen? Ist es, weil du schwanger bist? Oh, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Klingt, als wäre es Zeit zum Basteln. Lege die Puppe hin und lege die kleine Puppe auf ihren Bauch. Dann bedecke sie mit Frischhaltefolie. Bedecke sie mit etwas bauchförmiger Knete und gieße Heißkleber darüber. Und eine Menge Kleber. Und vergiss den Glitzer nicht. Dann ziehst du ihr ein schickes Umstandskleidchen an. Sieh mal, die Puppe ist schwanger. Wo geht die Puppe hin? Oh nein, Reißzwecken. Nein! Puh, sie wurde noch rechtzeitig gerettet. Die Puppe braucht wahrscheinlich neue Schuhe. Etwas Dehnbares könnte helfen. Zum Beispiel ein Luftballon. Rolle ihn einfach auf wie ein paar schöne Stiefel und überziehe ihn mit einer Heißklebepistole. Das sieht nach zu viel aus. Aber das brauchen wir auf jeden Fall. Es ist gerade genug, um die Unterseite der Stiefel zu formen. Zum Schluss bemalst du jeden Stiefel mit lustigen Tupfen. Oh, das sieht perfekt aus. Wartet! Die Hand der Puppe sieht so kahl aus. Ich denke, sie könnte auch etwas Farbe vertragen. Zurück mit der Heißklebepistole. Verwende Heißkleber, um die sehr langen Nägel der Puppe zu formen. Beachte, Nägel, nicht Krallen. Keine Sorge, dafür gibt es Nagelknipser. Sobald der Kleber getrocknet ist, schneidest du die Nägel auf eine vernünftige Länge. Schließlich wollen wir die Puppe ja nicht in Wolverine verwandeln. Jetzt sind sie gerade lang genug, um Nagellack aufzutragen. Ich liebe meine neuen Nägel! Das tut weh! Ah! Barbie steht kurz vor der Entbindung. Ihre Fruchtblase ist geplatzt. Deine Fruchtblase ist geplatzt? Auweia! Wir müssen ein Baby rausholen. Ich weiß, was zu tun ist. Barbie braucht ein bequemes Bett, um ihr Baby herauszupressen. Da ist sie. Sie hat die Augen ihrer Mutter. Oh, du bist so süß. Oh? Nicht nur ein Baby, sondern noch zwei. Sie hat Drillinge bekommen. Je mehr, desto besser. Geh jetzt zu deiner Mama. Barbie hat nicht damit gerechnet, dass sie viele Babys bekommen würde. Sie sind so schwer. Wie soll sie alle auf einmal tragen? Ich weiß was. Bereite einen kleinen Behälter vor und lege weichen Stoff hinein. Dann drehst du ihn um und klebst Eisstiele auf jede Seite. Genau so. Füge Flaschendeckel an den Spitzen hinzu, damit sie wie Räder aussehen. Zum Schluss fügst du ein Verdeck und einen Griff hinzu. Und schwupps, ein Kinderwagen. Die perfekte Größe für Drillinge. Mama Barbie ist bereit, mit ihren kleinen Lieblingen loszuziehen. Wow, hier gibt jemand ein Konzert. Oh ja. Oh, hey Barbie, willst du auch Musik hören? Die Kopfhörer sind zu groß für Barbie. Und es ist zu laut. Es tut mir leid. Barbie braucht Kopfhörer, die auf ihren kleinen Kopf passen. Aha, ich weiß, was zu tun ist. Eine Coca-Cola-Flasche? Wir brauchen nur den Verschluss dafür. Nimm auch zwei kleine Knöpfe und bestreiche sie mit Heißkleber. Klebe sie auf den Flaschensiegel. Und natürlich dürfen wir den Glitzer nicht vergessen. Tada! Glänzende Kopfhörer. Probieren wir sie an Barbie aus. Sie sitzen genau richtig. Jetzt gibt es kein Halten mehr für die beiden, wenn sie Lieder schmettern. Mit Barbie stimmt etwas nicht. Ich muss so dringend aufs Klo. Scarlett ist ihr Lieblingssnack. Ein Toilettenlutscher. Mm. Eine Toilette? Oh. Scarlett muss diese Streuse genießen, solange sie noch da sind. Oh. Nein! Oh, du dumme Barbie! Gott sei Dank ist Barbies Haufen aus Diamanten gemacht. Aber er riecht trotzdem eklig. Scarlett wird aus dieser Flasche eine echte Puppentoilette machen. Nachdem sie den oberen Teil herausgeschnitten hat, fügt sie einen Sitz, einen Deckel und ein Waschbecken hinzu und stellt sie dann auf einen Flaschendeckel. So, hier sollst du jetzt dein Geschlecht verrichten. Was für eine Erleichterung. Ups, tut mir leid, ich lasse... Bip, bip. Ken kommt durch. Hallo, mein geliebter Ken. Hey, Barbie. Oh nein, pass auf. Oh nee, das kann ich mir nicht mehr ansehen. Pass auf! Kein Flirten hinter dem Steuer! Oh, was zum... Was ist denn hier passiert? Der arme Ken!
Sieh dir seinen Arm an. Es sieht aus, als hätte er ihn gebrochen. Das muss operiert werden. Wie will Dr. Scarlet seinen Arm wiederherstellen? Dafür brauchen wir Knete. Los geht's. Nimm einen Löffel weiße Knete, um Kens Arm zurückzukleben. Nimm einen weiteren Streifen Knete und klebe ihn wie einen Gips über Kens Arm. Wickle dann eine Bandage um seinen Hals bis hinunter zu seinem Arm, um als Armschlinge zu dienen. Das ist anstrengend. Ken hat bei dem Unfall alle seine Zähne verloren. Eine Klebepistole? Wie soll die denn helfen? Wir vertrauen auf Dr. Scarlet. Schmier einfach Heißkleber auf Kens Lippen und male sie an. Oh, voilà! Deine neuen Lippen sind fertig. Siehst dir an. Nein! Du siehst gut aus wie immer. Oh, Barbie möchte dich umarmen. Oh. Dich in Ruhe. Warum sabbern die Mädchen so? Oh, eine leckere Geburtstagstorte. Warte mal, was ist denn jetzt los? Da kommt etwas heraus. Ist das Ken? Oh, wie bist du denn da gelandet, du dummer Junge? Lass uns dir ein schönes Bad einlassen. Nichts funktioniert besser als lustige, bunte Wasserkugeln. Das fühlt sich an, als würde man in einer Wolke baden. So, fertig. Jetzt noch ein bisschen bürsten. Wie sehe ich aus? Das ist mir egal. Ken muss sich mehr anstrengen, um Barbie zu beeindrucken. Ich weiß was. Ein Blumenstrauß natürlich. Wird es dieses Mal klappen? Oh, okay, das ist ziemlich süß. Oh je, Mama Barbie ist so müde und die Babys hören nicht auf zu weinen. Ich will mich ausruhen. Ich weiß, wie ich helfen kann. Nimm eine leere Waschmittelflasche und schneide die Stelle aus, an der die Linie ist. Jetzt hat Barbie ihre ganz eigene Badewanne. Fülle sie mit Wasser und ätherischen Ölen, um ihr das volle Erlebnis zu bieten. Das ist so entspannend. Es sieht aus, als hätte Barbie auch ein Kindermädchen gefunden. Barbie ruht sich aus. Oh je, was hat Scarlet vor? Psst. Ist das Schaum auf Barbies Hausschuhen? Wecken wir sie mit einem kleinen Federkitzel auf. Was ist denn hier los? Igitt, was ist das denn? Oh, du hast eine schaumige Situation. Oh nein, Barbie hat schlechte Laune. Wie kann Scarlet das wieder gut machen? Da gibt es nur einen Weg. Bastelzeit. Gieße Heißkleber um einen Stock, um ihn wie einen Donut zu formen. Male ihn an, um ihn noch realistischer zu machen. Füge ein paar Glitzersteine und Toppings hinzu. Die Donuts sind serviert. Puh, Barbie scheint mit ihrem Snack zufrieden zu sein. Was für ein guter Tag. Jetzt wohl nicht mehr. Barbie ist auf einer Bananenschale ausgerutscht und direkt in den Pool geflogen. Hilf mir, ich kann nicht schwimmen. Ein Hai kommt. Barbie hat sich zu sehr erschreckt. Oh, was ist denn hier los? Rette mich! Ein Poptube. Gerade noch rechtzeitig. Falte es zu einem Donut und stecke die Enden zusammen. Verziere ihn mit einer süßen Dekoration, zum Beispiel einem Flamingo. Noch besser, er schwimmt. Keine dummen Unfälle mehr, wenn Mr. Flamingo da ist. Oh, oh, ich fange mit meinen Haaren an. Meine Haare sind so, so widerspenstig. Ich gebe auf. I feel ich fühle mich so hoffnungslos. Huh? Das kitzelt. Look, sieh mal, wer ihr hilft. Das eiskalte Händchen ist sehr stark, auch wenn es nur eine Hand ist. Siehst du, es kann die Haarbürste ganz alleine bewegen. Und jetzt noch der kleine Kamm. Wow, du hast meine Haare repariert. Das ist so toll. But something still missing. Aber irgendwas fehlt noch. Aha, ich habe eine Idee. Look at diese langen Stücke Krepppapier an. Rolle sie auf und schneide sie in Streifen. Lege sie dann in eine Schüssel mit Wasser. Es ist Zeit zum Umrühren. Es wird Haarfärbemittel daraus. Jetzt kann Aria ihre Haare darin eintauchen. Ich fühle mich wie in einem Friseursalon. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich fange an, mich wie selbst zu fühlen. Warte, ich habe eine bessere Idee. Zöpfe, das ist schon eher mein Stil. Okay, mal sehen, was als nächstes in der Beautybox ist. Was ist das für ein komisches Ding? Es ist eine Schnurrbartschablone? Lass es mich ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das für ein Schnurrbart ist. Wir versuchen hier Wednesday Addams zu sein, nicht Gomez. Das ist eigentlich ziemlich cool. Warte mal. Das eiskalte Händchen ist hier, um dir zu sagen, dass es für deine Augenbrauen ist. Ups, das habe ich nicht gewusst. Du meinst so? Oh, wow. Ich glaube, es klappt.
tolle Augenbrauen. So cool. Der einzige Weg, den Katzenaugenlook zu erreichen, ist mit Hilfe eines Katzenschwanzes. Benutze ihn als Hilfsmittel, um einen Flügel zu zeichnen. Einfach so. Und schon hast du den schärfsten Eyeliner aller Zeiten. Das eiskalte Händchen stimmt zu. Was kommt als nächstes? Lidschatten? Du bringst das eiskalte Händchen noch zum Niesen. Ich sehe langsam aus wie Wednesday. Was kommt als nächstes? Lidschatten? Du bringst das eiskalte Händchen noch zum Niesen. Ich sehe langsam aus wie Wednesday. Warte, was ist mit meinen Klamotten? Vielleicht habe ich ja etwas Gutes in meinem Kleiderschrank. Schauen wir mal. Zu bunt. Zu hell. Oh, alles leuchtet. Was wird sie jetzt tun? Bewegt sich der Vorhang? Was? Das eiskalte Händchen hat eine Idee. Es ist Zeit zu improvisieren. Lass die Party beginnen. Ich werde diesen Vorhang in ein Kleid verwandeln. Von nun an könnt ihr mich Wednesday nennen. All diese glücklichen Dinge langweilen mich. Ich bin nicht kitzlig. Sieh dir die feuerroten Haare dieser Puppe an. Es tut meinen Augen weh. Und was ist das für eine oberflächliche Mode? Es ist an der Zeit, die Dinge zu ändern. Entferne zunächst alle glänzenden Accessoires, bevor sie Wednesday die Augen verbrennen. Dann reinige ihr Gesicht mit einer schwarzen Zahnpasta. Sie hat den Geschmack von Holzkohle, genau wie Wednesdays Lieblingszahnpasta. Massiere es gut ein. Und jetzt wischst du es mit einem Schwamm ab. So frisch. Ich hasse diese bunten Make-ups. Das müssen wir auch entfernen. Fange mit den Augenbrauen an und dann die Sommersprossen. Das ist nicht nur ein Make-up-Entferner, es ist ein Gesichtsentferner. Was hast du mit dem Gesicht der Puppe gemacht? Als Krönung schäumst du sie ein. Und jetzt sind sogar ihre Augen weg. Das muss erstmal reichen. Zuerst muss ich ihre Haare in Ordnung bringen. Ich muss sie ein bisschen glätten, denn ich hasse Locken. Sie sollten so glatt wie meine sein. Es braucht noch mehr Arbeit. Ich weiß was. Die Puppe braucht Haarfärbemittel. Schütte etwas Spülung in eine Schüssel und mische sie mit schwarzer Tinte. Es gibt natürlich keine andere Farbe als schwarz. La la la, was für ein lustiger Tag. Ups, ich bin gestolpert. Du gehst direkt in den Pool des Elends. So, jetzt geht's los. Ich glaube, das war genug für heute. Komm, ich helfe dir raus. Perfektes schwarzes Haar. Aber mir wäre es lieber, wenn sie ein bisschen blasser aussehen würde. Weiße Farbe ist der Schlüssel. Verteile die Farbe mit einem Schwamm auf dem ganzen Körper der Puppe, bis sie ganz weiß ist. Flechte ihr auch die Haare und fang an, ihr Gesicht wieder aufzumalen. Keine Sorge, Wednesday ist nicht so grausam, sie ohne Gesicht zu lassen. Aber natürlich darf ihr neues Gesicht nur aus dunklen Farben bestehen. Gib den Augen ein paar Details und füge ein bisschen Glanz hinzu. Nur ein bisschen reicht aus. Diese Puppe ist soeben eine exakte Nachbildung von Wednesday geworden. Das eiskalte Händchen will sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Wednesdays altes Zimmer ist ein bisschen zu bunt für sie. Du solltest die ganzen niedlichen Spielsachen loswerden und sie durch Skelette und Totenköpfe ersetzen. Die machen mehr Spaß. Wer braucht diese absurden bunten Poster? Die muss ich auch ersetzen. Igitt, zu viel rosa. So ist es besser. Was guckst du denn so? Aha, das bringt mich auf eine Idee. Von all dem Weiß bekomme ich Kopfschmerzen. Also werde ich diesen Hocker mit Pappe bedecken. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde ihn mit einer Rückenlehne ausstatten. Nein, das ist kein Bambusbaum. Es ist ein einzigartiger Stil. Jetzt werde ich natürlich schwarz streichen. Es darf kein Braun zurückbleiben. Schau dir meinen schönen Thron an. Ich bin die Königin der Dunkelheit. Was macht das eiskalte Händchen da? Ich glaube, er versucht Wednesday eine Nachricht zu schicken. Was um alles in der Welt. Diese Lampe ist zu weich und süß. Das eiskalte Händchen hat einen Vorschlag. Oh, Spinnen. Ich weiß, was du meinst.
Das wird mir helfen, meine dunkle Ästhetik beizubehalten. Puh, das ist nichts für Leute mit Spinnenphobie. Aber für Mädchen wie Wednesday können Insekten eine gute Dekoration sein. Wenn man sie alle zusammenklebt, ergibt es einen besseren Lampenschirm. Es ist soweit. Dieser Lampenschirm wird für so viele Jumpscares sorgen. Oh, was für eine schöne Rose. Ich hasse sie. Ich will nur den schwarzen Stiel. So, ich werde sie an der Wand aufhängen. Hier ist noch eine Rose. Nun, ich glaube nicht, dass Wednesday ihre Meinung ändern wird. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Romanze. Sie interessiert sich nur für die Stiele. Wer könnte ihr das verdenken? Schau, was für eine wunderschöne Wanddekoration sie abgeben. Ha? Wofür ist das Seil? Es dient wohl dazu, ein Netz herunterzulassen. Schau dir Wednesdays neues Zimmer an. Diese Fledermäuse werden ihr nachts Gesellschaft leisten. Und all diese Schmuckstücke müssen verflucht sein. Ich bin mir sicher, dass sie in so einem Zimmer friedlich schlafen wird. Immerhin ist sie die Königin der Dunkelheit. Ah, ich liebe gebrühten Kaffee. Ich mache mich besser für die Schule fertig. Ich werde meine Puppe mitnehmen. Das eiskalte Händchen hat etwas zu sagen. Was, willst du mit mir kommen? Ich glaube, er findet deine Tasche lächerlich. Er will nicht hinein. Wie auch immer. Du hast ja recht. Sie ist Müll. Oh, sieh dir diese Filzlumpen an. Es ist DIY-Zeit. Nachdem du die Blätter in diese Form geschnitten hast, klebe sie zusammen. Und füge oben einen Reißverschluss hinzu. Decke die Rückseite ab. Jetzt sieht ihre Tasche wie ein Grabstein aus. Das eiskalte Händchen ist glücklich und geht rein. Vergiss deine Mini-Puppe nicht. Es ist Zeit, zur Schule loszugehen. Haltet euch fest, die Dunkelheit kommt. Diese Mädchen werden nicht mehr lange lachen. Hier kommt Wednesday. Ha? Ist das Wednesday? Hey Mädels, ich habe eine Überraschung für euch. Was ist da drin? Warum seht ihr nicht selbst nach? Es ist eine Flut von Spinnen! Ah, nein! Nein! Sie kommen an mir hoch! Ich halte es nicht aus! Ich mag Rache warm serviert mit einer Portion Schmerz. Willkommen bei der Barbie Makeover Challenge! Was ist mit meiner Barbie? Ich werde auch deine Pickel los. Aber zuerst müssen wir etwas gegen deine Nase tun. Hoffen wir, dass diese Nagelfeile deine spitze Nase abrundet. Ich glaube, es klappt. Perfekt. Aber deine Pickel... Oh, mein schleimiger Popel kommt genau zur richtigen Zeit. Wir können ihn als Gesichtsmaske verwenden. So viel zum Thema Multifunktionalität. Mal sehen. Es hat funktioniert. Egert. Jetzt zeigen wir mal die Pickel auf deinem Hintern. Ich werde sie einfach ausdrücken. Ups, das war eine ziemliche Sauerei. Los geht's. Ich bin eine Expertin im Pickel ausdrücken. Das ist im Handumdrehen erledigt. Als erstes müssen wir uns um die Pickel kümmern. Oh nein! Lass mich versuchen, ihn auszudrücken. Gert, zieh dir den Eiter an. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um damit zu spielen, als wäre es Knete. Diese kleine Gesichtsmaske ist die Lösung. Sie hat die perfekte Größe für Barbies Gesicht. Leg sie einfach vorsichtig auf. Alles klar und glatt. Scarlett bekommt einen Stern für ein sauberes Makeover. Vielleicht versuchst du es beim nächsten Mal mit einer hygienischeren Methode, Camilla. Was könnte ich mit deinen verfilzten Haaren machen? Du lässt mir keine andere Wahl, als sie abzuschneiden. So. Jetzt rasiere ich den Rest einfach ab. Eine Glatze kann auch schick sein, weißt du? Nein, was hast du mit meinen Haaren gemacht? Alles erledigt. Jetzt gib mir den Ballon. Ich schneide nur die Spitze ab und wickle ihn dir über deine Kopfhaut. Dann gieße ich Heißkleber darüber. Du wirst keine Hitze spüren. Kinderleicht. Natürlich brauchst du Haare. Und ich bereite dir ein paar von meinen abzugeben. Egal, wie dick und lang sie sein sollen. Ich hoffe, das ist genug.
Ich fange jetzt an, sie auf deine Kopfhaut zu kleben, bis du einen Kopf voller üppiger Wellen hast. Du siehst aus wie ein Star. Yay! Zeichnen macht Spaß, aber pass vielleicht auf, dass du alles aus dem Weg schaffst. Sonst färbst du aus Versehen Barbies Haare. Helfen mir! Oh nein, es tut mir so leid! Ich kann es in Ordnung bringen! Aha. Ich brauche nur ein Gefäß, dass ich Barbie eintauchen kann! Du passt genau hinein! Jetzt mach dich bereit für ein schickes Milchbad, Barbie! Ich bin sicher, du kannst für ein paar Sekunden die Luft anhalten! Aha. Ich mische ein paar Tropfen rote Lebensmittelfarbe hinein! Jetzt schließe ich das Glas! Und schüttel, 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 da ist ein bisschen mehr. So, lass uns das Ergebnis ansehen. Wow, sieh dir dein rosa Haar an. Es ist so schön, dass es Barbie buchstäblich den Atem raubt. Ich habe eine andere Idee. Ich werde einen Blinger benutzen, damit ihre Haare wie die einer Meerjungfrau aussehen. Nur ein paar Edelsteine hier und da. Und voilà. Es ist nie leicht, sich selbst die Haare zu schneiden. Deshalb geht der Stern an Camilla für ihr Engagement und ihre Aufopferung. Schwollende Lippen? Wow. Oh yeah. Die Zähne meiner Barbie sind so schmutzig. Gut, dass ich hier mal Zahnpasta dabei habe. Damit kann ich auch ihr ganzes Gesicht sauber machen. Und mit einer Zahnbürste bekommt man den ganzen Dreck sicher weg. Barbie-Puppen brauchen etwas Minziges, um ihre Haut frisch zu halten. Ups, du brauchst eine Zahnspange. Ha. Oh, da fällt mir ein, dass ich einen Metallohrring habe. Ich muss ihn nur ein bisschen auseinanderbiegen. Dann kann er als Zahnspange dienen. Dann hast du im Handumdrehen ein perfektes Lächeln. Lass uns Barbie einen Streich spielen. Ich bin so schnell. Halt! Schau doch das an! Und sie fliegt los! Warum gehen deine Zähne? Es tut mir so leid! Was soll ich tun? Hier, ich trage Nagellack auf deine Lippen auf. Ich lasse deine Lippen wieder rosa und prall aussehen. Wir müssen sie nur kurz trocknen. Und schon hast du wieder zeitwürdige Schmolllippen. Dank Scarlets unverantwortlichem Streich geht der Stern an Camilla. Ich habe ein ziemliches Durcheinander mit all diesen Nussschalen angerichtet. Und was ist das? Ein Huggy-Wuggy-Baby? Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Ich werde Barbie mit der Nussschale einen Babybauch verpassen. Und ich werde sie mit hausfarbenem Heißkleber übergießen. Ich bin ein Genie. Was für ein schlauer Trick. Geschafft. Sogar Barbie-Puppen bekommen Anrufe von Mutter Natur. Du brauchst eine Toilette? Was soll ich tun? Oh, ich hätte fast vergessen, dass du eine eigene Toilette hast. Jemand hat zu viel Saft getrunken. Und wir haben tolle Neuigkeiten. Barbie wird Mutter werden. Ich will Barbie einen Babybauch verpassen mit diesem süßen Baby. Ganz warm und kuschelig. Der Stern geht ans Scarlett. Hut ab, dass du Barbie ein echtes Baby gegeben hast und kein Monster. Meine Barbie ist Barbuse. Ich hab dich enttäuscht, Barbie. Warte, ein Schwamm? Ich habe eine geniale Idee. Ich zeichne ein kleines Oval auf den Schwamm, damit ich die Form ausschneiden kann. Das gleiche mache ich auch in verschiedenen Farben. Dann stapel ich sie wie ein Sandwich übereinander und füge einen Riemen oben drauf. Probier deine neuen, bequemen Hausschuhe. Oh oh, pass auf!
Ich bin in Kacke getreten! Ist es wahrscheinlich eine Schokolade? Nein, ihr geht! Gut, dass ich die extra Schuhe mitgebracht habe. Sie haben Lippenstiftabsätze, damit du deine Schmollippen jederzeit retuschieren kannst. Zeit, einen Spaziergang zu machen. Barbie liebt ihre neuen Schuhe. Zeig sie, Mädchen! Weil sie so entschlossen und kreativ ist, bekommt Camilla den Stern. Der Kampf wird immer härter. Barbies Fruchtblase ist geplatzt. Oh je, ich hoffe, sie wird nicht überschwemmt. Holt dieses Baby einfach raus! Ich kann es mir nicht leisten, nicht zu einem richtigen Arzt zu bringen, also mache ich selbst. Wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Das geht auch mit Stäbchen. Hier ist dein Baby. Wie niedlich. Komm her, kleiner Junge. Wir wickeln dich in ein Taschentuch, damit du es warm hast. Mein Junge. Ich freue mich so sehr für dein Baby. Warte. Hast du gerade meine Hand gepinkelt? Konntest du nicht wenigstens auf die Toilette gehen? Krankenwagen rufen. Hilfe, meine Barbie bekommt gleich ihr Kind. Spring auf, Puppe. Gutes Gelingen. Ich bin der Arzt, der dir bei der Geburt helfen wird. Bist du bereit? 3, 2, 1, pressen! Wird sie wieder gesund? Eine reibungslose und erfolgreiche Entbindung. Sie ist so süß. Mein Baby ist so reich wie ich. Nun, Scarlets Operation war verantwortungsvoller und hygienischer. Also bekommt sie den Stern. Igitt, du hast Glück, dass Barbie dringend ein Bad braucht. Sieh mal, Waschmittel. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich habe die Flasche in eine Mini-Badewanne verwandelt. Und obendrauf gibt's Schaumspaß. So entspannt. Es ist Ferienzeit. Barbie macht sich bereit, in den Pool zu rutschen. Du schaffst das, Mädchen. Spring einfach. Einfach springen. Schau, wie hoch die Rutsche ist. Und wie tief ist dieses Bett. Ich glaube, du brauchst nur einen kleinen Schubs. Oh-oh, da stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht, was stimmt. Jemand hat einen Unfall im Schwimmbad gehabt. Oh mein Gott. Ein Flamingo. Ich muss es mal aufblasen. Es hat geklappt. Spring auf den Flamingo und halte dich gut fest. Oh, endlich in Sicherheit. Das war knapp. Der Stern geht also an Camilla.